Und dann sind wir hier auch schon wieder zurück. Golem. Ja, die 8 war schon richtig. Okay, der Golem hat es jetzt nicht so unbedingt gebracht. Bisschen schade. Ich will doch nur einen einzigen von euch haben. Komm. Ah, shit. Wenn es weitergeht, kann ich die auch noch bis zum Boot ziehen. Na komm, Scheiße, mal probieren. Shit. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Feuerball, Blitzschlag, Golem. Ich könnte mich wieder verwandeln, aber. Sag mal, Feuersturm ist, heißt doch normalerweise. Ah, nee, das ist einfach im Grunde ein größerer Feuerball. Das bringt also nichts. Dämon beschwören, davon habe ich zwei. Golem. Wir probieren's. Wir probieren es. Macht der überhaupt was? Na, einen hat er umgelegt. Ja, super. Also der Dämon ist so viel wert wie ein Echsenmensch. Das heißt, die Dämonen können wir uns wirklich für die Drachen aufbewahren. Falls hier noch mehr kommen. Hier um die Ecke steht ja einer. Ah, aber um mit dem zu sprechen, muss ich wahrscheinlich wieder das Auge Innos aufladen. Okay, wieder zurück zum Schiff. Oder nein, 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 nein. Ich will die jetzt besiegen. Das muss doch irgendwie klappen. Das sind sogar mehr, das sind 4 Gruppen. Wobei das da drum eher. Das ist wohl eher eine Teilgruppe. Die kriegen alle im gleichen Moment Aggro auf mich. Das ist doch lächerlich. Wie soll man das denn schaffen? Das ging jetzt auf einmal. Leck mich.
Zwei Stück, okay. Jetzt drei. Fuck, 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 fuck. Scheiße! Boah, diese Stelle hier bringt mich noch um den Verstand. Und ich Idiot habe natürlich den Feuerregen bereits eingesetzt. Mit Feuerregen würde ich jetzt hier richtig weit kommen. Dämon bringt überhaupt nichts. Ja, ich muss wieder zurück zum Chef. Hat ja keinen Sinn. Das sind einfach zu viele. Und nicht, dass mir hier meine Schiffskameraden dabei helfen. Nein, 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 nein. Das wäre ja zu viel verlangt. Moment, was ist das für ein Hebel? Ah, okay. Schade. Wenn das eine Falle gewesen wäre, das wäre super. Ganz ehrlich, einmal die ganzen Viecher dadurch, zack, Hebel umlegen. Und Ende ist. Ach, das war eine Blutaxt. Wir sind wieder Orks. Nein, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Davon lasse ich lieber die Finger. Hey, du! Ich brauche Munition, Heiltrank geben. Nee. Laris. Wie sieht's aus? Auch eher uninteressant. Pedro. Pedro, müde? Müde? Es geht schon. Danke. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich will das nicht. Jack, Gorn. Was kann Jack mir denn beibringen? Kann er überhaupt was? Was machst du denn hier unten? Wenn diese Hölle nochmal über uns hereinbricht, werde ich das Schiff hier rausbringen. Mit oder ohne dich. Hörst du? Mach keinen Mist. Ich krieg das schon hin. Dann beeil dich. Oh. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Okay. Warum hört denn nicht keiner auf mich? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Das sind nur Gerüchte. Ich kann es nicht glauben. Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich will meine magischen Fähigkeiten verbessern. Ich helfe dir, aber nur unter der Bedingung, dass du dafür sorgst, dass die Orks bleiben, wo sie sind. Genau das habe ich auch gesagt. Das ist auch eher uninteressant. Nicht, das hast du nicht gewusst. Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ah, shit, 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 shit. Ich wäre mir da nicht so sicher. Meine Meinung kennst du ja schon. Das hat er wirklich nicht verdient. Ja, der Raum da hinten ist doch ziemlich heftig.
Und wir haben niemanden dabei, der Spruchrollen verkauft. Was ziemlich scheiße ist. Sehr gut. Zumindest das haben wir jetzt erledigt. Kann ich Heiltränke brauen? Nein. Schnaps bringen, Tabak mischen. Wie sieht das denn hier aus mit dem Runentisch? Was kann ich damit machen? Na, gar nichts. Bennett? Ich will mit Bennett reden. Bennett! Koch hätten wir auch gebrauchen können, verdammt! Ja, ich glaube, stimmt, den Koch habe ich glaube ich schon. Oh nein. Ich habe total vergessen. Wir können jetzt hier nicht pennen. Genau, das wird immer besser und besser. Ich habe hier ein Drachenei. Und? Nun, ich dachte... Ich weiß, was du denkst. Vergiss es. Behalte das Ding. Ich will es nicht. Oh. Kommst du zu? Wenn die Orks nicht wiederkommen, schon. Welche? Nur die Besten. Nur das Beste vom Besten. Nichts vergessen, das Beste. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wisst ihr was? Ich trickse jetzt. Ich verwandle mich gleich in Feuerwaran. Und als Feuerwaran werde ich mich dann auch an dem Drachen vorbeischleichen und den Drachen dann am besten von hinten ansprechen. Dann habe ich nicht das Problem, dass die Echsenmenschen mir irgendwie noch in die Quere kommen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich kann das nicht mehr. Das habe ich nicht schon genug Probleme. Das ist ja klar. Ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Aber dass Milton mir beispielsweise keine Geschwindigkeitstränke oder sowas verkaufen kann, lächerlich. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich hinterher nicht das Problem habe, dass mich die Leute auf dem Schiff wieder angreifen. Aber das Auge Innos ist aufgeladen. Kommen zumindest ein kleines Stückchen weiter. Ja, wo sind die? Ah, jetzt ploppen sie alle auf. Okay, Ido. So. Verwandeln in einen Feuerwehran.
Aha. Moment, bevor... Ich muss gleich sowieso gegen den kämpfen. Das heißt... wo haben wir ihn denn da? Dem Dämon. Bleib stehen, Mensch! Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. Exakt! So? Wen nennst du ja Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Du hast meinen Bruder Feomantar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch, aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Oh shit. Das für eine... Wo ist mein Dämon? Oh, ist doch wohl nicht wahr, oder? Ja, gleich nochmal neu laden. Der Dämon ist weg. Aus irgendeinem Grund... Wieso habe ich denn jetzt den Kriegshammer? So, du, du. So, den müsste ich eigentlich schon ausgewählt. Nein, habe ich natürlich nicht. Ah, treib mich nicht zu weit in den... Mein Dämon treibt ihn zu weit in den... Ja, komm. Sehr gut. Puh. Aus irgendeinem Grund habe ich die davon nicht gezogen. Links, rechts. Und da ist er schon tot. So, hier muss es ja theoretisch weitergehen. Mit einem einfachen Sprung komme ich da sicherlich nicht rüber. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Gut, eine unsichtbare Brücke befindet sich dort auch nicht. Hm.
Wie komme ich hier jetzt weiter? Ansonsten scheint es hier aber auch keine anderen Wege mehr zu geben. Vielleicht nochmal zum Schiff. Einmal mit den Leuten sprechen. Mit Diego vielleicht? Das ist jetzt gerade etwas nervig. Mal wieder. Ach, wie gerne würde ich gerade gegen Golems kämpfen. Das wäre total easy. Die sind ja meistens nach ein, zwei Schlägen K.O., weil ich da irgendwie extrem viel magischen Schaden gegen die auswirke. Ja, stimmt, die haben, glaube ich, wenig Schutz gegen Magieschaden. Deswegen wirkt das wahrscheinlich so gut auf die. So, Hauptsache ich werde jetzt nicht wieder angegriffen. Man muss eben aufpassen. Nein, das sieht gut aus. So, Diego. Ich brauche deinen Rat. Ich habe mit einem Drachen gekämpft und stehe nun vor einem Abgrund mit einer Zugbrücke. Die Brücke ist eingefahren und ich komme nicht hinüber. Aha. Hast du es schon mit Fernwaffen versucht? Vielleicht lässt sich der Mechanismus auch mit einem Geschoss aktivieren. Ah, nee, oder? Gut, soll ich euch mal sagen, scheiß was drauf, ich lade das da hinten jetzt nochmal. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Schalter. Wo ist er? Ah. Wo soll ich denn dagegen schießen? Aha. Hat scheinbar funktioniert, egal was ich gerade noch getan habe. Ah, suchen da. Mal schauen, was der mir jetzt zu sagen hat. Bleib stehen, keinen Schritt weiter. Tja. Das war's wohl mit keinem Schritt weiter mehr. Oh. Das sieht auf jeden Fall böse aus. Mal schauen, was wir hier in den Türmen finden. Wenn ich die Türme denn betreten kann. Na, geht doch. So, hier geht's nicht weiter. Ich habe angenommen, da könnte man vielleicht nach unten. Ah, das war wahrscheinlich der Schalter, den ich... oder? Ja, das müsste er gewesen sein.
Ach, links, rechts. Ach, links, links, rechts, rechts. Ah, nur Mist. Links, links, rechts, rechts. Und gleich noch den anderen Turm. Ich hoffe einfach mal, da finden wir irgendwas Vernünftiges. Weil mittlerweile irgendwie, wir sind hier wirklich am Arsch der Welt. Wir töten hier was weiß ich für Viecher. Aber nein, wir kriegen trotzdem keinen guten Loot. Ah, eine größere Truhe. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. So, in der nächsten Folge gehen wir dann hier weiter. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch.